Ich hatte es letztens in einem Vlog schon mal angeteasert. Heute gibt es ein Video zum Thema, wie deine Einrichtung rund wird. Also wie das alles ein stimmiges Gesamtbild gibt. Dazu gibt es Tipps. Ich habe mich orientiert an einem Video von Nick Lewis. Ich kann den Kanal sehr empfehlen. Das ist ein Interior-Kanal mit sehr unterhaltsamen und gleichzeitig informativen Videos. Ich gucke die Videos wirklich, ich binge diese Videos. Ich finde es wahnsinnig interessant, aber ich interessiere mich halt auch eher sehr für dieses Thema. Es gibt verschiedene Kriterien, verschiedene... was waren das? Es gibt so ein paar Tipps und Tricks, Kniffe, wie ein Raum oder ein ganzes Haus sogar ein stimmiges Gesamtbild ergibt. Und darüber werde ich heute sprechen im Zusammenhang, weil ich natürlich nicht eins zu eins einfach nachplappern möchte, was Nick Lewis gesagt hat, werde ich euch Beispiele geben aus unserem Wohn-Ess-Bereich, in dem ich mich jetzt gerade befinde, was by the way auch der einzige Bereich ist, der mehr oder weniger fertig ist, noch nicht hundertprozentig. Aber hier kann man trotzdem ganz gut sehen, wie das Ganze zusammenkommt, was ich gemacht habe, damit das alles ein stimmiges, rundes Gesamtbild ergibt. Das Allerwichtigste für ein rundes Interior-Konzept ist Wiederholung. Und mit Wiederholung ist nicht so sehr matchy-matchy gemeint. Darauf werde ich in einem anderen Video, was ich mir auch schon überlegt habe, mal eingehen. Es geht um Farben, Materialien, Formen, da gehe ich im Einzelnen jetzt drauf ein, die sich immer wiederholen im Raum, so dass es immer wieder aufgegriffen wird und dass es nicht ein sogenannter Hot Mess wird und nichts zueinander passt. Punkt Nummer 1 ist ein Farbschema. Überlegt euch, mit welchem Farbschema ihr euch einrichten möchtet. Geht damit, entscheidet euch und zieht das dann auch durch. Bei mir hier im Wohnzimmer hat sich das mehr oder weniger so ein bisschen von selber ergeben, weil wir haben alleine durch den Boden sehr dominante Farben, die sich auch hier schon wiederholen. Und das ist zum Beispiel dieser Rotton, der sich hier in diesem Boden findet und auch in dem anderen Boden. Der gibt so ein bisschen was vor, deswegen habe ich den aufgegriffen. Hier ein ganz gutes Beispiel, wo das Rot des Bodens wieder aufgegriffen wird. In dem Bild von meiner Mama, das ist von meiner Mama gemalt, ich werde immer wieder gefragt, da sind ja verschiedene Rottöne. Das heißt, das greift auch diesen Terrakotta-Ton des Bodens wieder ein bisschen auf. Wir haben in dem Bild dann wieder den Anthrazitton, der sich in dem Sessel hier wiederfindet. Auch so einen gelblichen, so einen Ockerton, den haben wir zum Beispiel in dem Sofakissen, in der Schale, in der Vitrine. Einfach in verschiedenen Elementen finden sich die Farben des Bildes auch wieder und des Bodens. Das bringt das schon mal ganz gut zusammen. Das Rot haben wir dann auch noch in dem Lampenschirm, in der Schale, auf dem kleinen, klein ist ja gar nicht, aber auf dem Servierwagen da hinten. Also auch so, dass beide Bereiche zusammengehalten werden, was durch dieses Rot ganz gut funktioniert, weil wie gesagt, wir das Rot trotz der extrem unterschiedlichen Muster auch in beiden Böden haben. Dann haben wir noch ein bisschen Blautöne, das wurde auch wieder einerseits von dem Bild vorgegeben, dann haben wir diese blaue Wand, die habe ich nicht gestrichen, das kommt auch immer ganz oft öfter der Kommentar, also ich finde deine Einrichtung ganz toll, aber diese blaue Wand, ich bin auch nicht der größte Fan, aber wir haben sie halt noch nicht gestrichen. Dadurch haben wir aber dieses Blau, das habe ich dann wieder in Schalen in der Vitrine aufgegriffen, wie gesagt auch im Bild. Das Bild hinter mir, dieses, was ich sehr liebe, das Copenhagen Flower Market, hat diesen Türkiston, der eigentlich gar nicht so richtig toll passt, aber wenn man den dann auch wieder ein bisschen aufgreift, zum Beispiel durch diese Salzpackung, es ist so detailliert, ne? Aber das sind die Dinge, die es wirklich dann ausmachen und die so eine Farbe dann auch nicht so weird rausstechen lassen. Also im Salzstreuer haben wir es im Regal und dann auch in dem Buch findet sich das wieder, in dem Coffee Table Book, was ich im Servierwagen liegen habe. Und das sind natürlich ganz bewusste Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass sich dieser Türkiston auch in anderen Bereichen wieder ein bisschen wiederfindet. Dann haben wir das William Morris Bild, was ja
auch so ein krasses Muster ist, aber da haben wir wieder so einen sanften Grünton, wie wir auch da in dem Copenhagen Flower Market Bild haben. Das sind ganz unterschiedliche Bilder, aber dadurch, dass sich die Farben gegenseitig so ein bisschen aufgreifen, wirkt es wieder stimmig, genauso wie hier auch diese Rottöne wieder sehr dominant sind, die sowieso den ganzen Raum zusammenbringen. Das sind so Kniffe, auf die man achten kann beim Farbschema. Ihr könnt euch auch vorher ganz genau überlegen, welches Farbschema ihr wollt. Relativ einfach, sage ich mal, ist, wenn ihr monochrome Räume gestaltet. Das heißt, wenn ihr euch eine einzige Farbe raussucht und da mitarbeitet und davon verschiedene Nuancen einfach in den Raum reinbringt und sonst nur neutrale Farben habt, wie schwarz, weiß und beige, grau. Das sind alles keine Farben in dem Sinne, sondern neutrale Farben. Genau. Die funktionieren natürlich mit allem. Die werden auch nicht wirklich dazu gezählt zu eurem Farbschema. Wenn ihr euch da erstmal rantasten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch so machen oder einfach nur eine neutrale Palette, was im Moment ist, hatten wir in dem Trends-Video, ist langsam so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, sage ich mal. Aber ist natürlich trotzdem schön. Es gibt wunderschöne Räume, Häuser, die nur mit neutralen Farben, also schwarz, weiß, grau, beige gestaltet sind, je nachdem, was gefällt. Dann kann man Wiederholung schaffen und eine Kohärenz schaffen im ganzen Raum mit den Materialien, die sich wiederholen. Bei uns ist es zum Beispiel, diese Naturmaterialien sind es, die sich im Teppich finden. Ja, ich weiß, der Teppich ist zu klein, der wird auch noch ausgetauscht. An sich finde ich ihn super schön, er passt halt nicht so größentechnisch. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Hier haben wir aber Naturmaterial, das ist Sisal oder Jute, ich bin mir gerade nicht sicher. Dann haben wir im ganzen Raum, sowohl im Wohnbereich als auch im Essbereich, Körbe. Ich arbeite sehr gerne mit Körben. Ich finde, es macht einen Raum einfach sehr schön warm und sehr schön heimelig und sowieso Naturmaterialien, damit kann man nichts falsch machen. Ich bin überhaupt kein Fan von Plastik und ich werde mich davon auch fernhalten. Es gibt immer mal wieder so komische Plastiktrends, wo ich auch mal was cool finde, aber ich glaube, nachhaltiger auf verschiedenen Ebenen ist es, mit Naturmaterialien zu arbeiten. Ich habe darauf geachtet, dass wir an verschiedenen Stellen Messing-Elemente haben, also auch mit verschiedenen Metallen kann man einen Raum schön zusammenbinden, wenn die an verschiedenen Stellen wieder auftauchen. Ich habe hier zum Beispiel so ein Goldmessing in der Lampe an der Wand, in den Accessoires auf der Heizung, dieser kleine Wecker auf dem Kaminsims, die Bilderrahmen in der Vitrine und das ist im ganzen Raum verteilt, dass sich das immer wiederholt. Dann haben wir Stein, den Travertinstein von den Tischbeinen des Wohnzimmertischs mit der Glasplatte, dann hier neben mir der kleine Fuß von der Monstera und dieser Ton findet sich dann auch wieder in dem Boden, in diesem beigelichen Stein, in der Fliese. Das bindet es auch wieder ganz gut zusammen. Wir haben die Steingutvasen bzw. Übertöpfe auf dem Kaminsims wieder und dazu passen die kleinere Version dann auch nochmal in der Vitrine. Wir haben die Vitrine mit den Glasfenstern, das greift dann wieder ein bisschen den Glastisch auch auf. Die Vitrine sowieso, das Material wird wieder aufgegriffen von den Stühlen bzw. umgekehrt. Die Stühle sind auch schwarz lackiertes Holz, das bindet dann wieder die beiden Räume hier zusammen. Das Element einmal in dem Wohnbereich und die Stühle in dem Essbereich, was auch natürlich wichtig ist in so einem großen Raum. Wir haben dunkles Holz hier an den Lehnen, das findet sich dann wieder auch in der Vitrine, in den kleinen Teak-Schälchen. Das ist hier kein Original-Teak, aber die Farben passen zusammen. Und so kann man auch bei solchen Sachen im ganzen Raum immer wieder darauf achten, findet sich das wieder, wie kann ich das auf den Raum verteilen, sodass sich alles schön rund anfühlt und schön rund aussieht. Formen spielen natürlich auch eine Rolle, Formen und Muster, die sich wiederholen. Wir haben hier ja einen sehr verschnörkelten, runden, also mit runden Formen, diesen Boden. Das wird dann wieder aufgegriffen von dem Sofatisch, der ja auch mit runden Formen arbeitet.
Genauso wie das Kissen, was auf dem Sofa liegt, mit den runden Stickereien, wo auch die Farben, die sowieso im Raum sind, wieder aufgegriffen werden und auch die Formen dieses Runde. Wir haben runde Lampen hier hinten. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Gibt ja Lampenschirme in ganz vielen verschiedenen Formen. Und natürlich auch Schalen und Körbe, wo dann auch diese Formen immer wieder aufgegriffen werden. Dann beziehe ich mich nochmal auf Nick Lewis. Wie gesagt, ich verlinke euch das Video unten. Wenn euch das Thema interessiert, guckt euch das auf jeden Fall auch nochmal an. Es ist wirklich interessant, es ist wirklich sehr, sehr spannend und hilft einem weiter, wenn man so am Anfang ist und sich mit Einrichtungen beschäftigt, finde ich. Was er auch noch betont, und das ist dann so ein bisschen das, was Übung erfordert, ich will nicht sagen Talent, spielt vielleicht mit rein, aber vor allem finde ich, ist es Übung, ist der Rhythmus, den ein Raum hat. Also damit meint er, dass man natürlich nicht ein Accessoire oder mehrere Accessoires in einer Farbe irgendwie in eine Ecke stellt und sagt, oh ja, hier hast du deine Wiederholung, sondern dass man natürlich guckt, wo kann ich was platzieren, so dass es irgendwie harmonisch wirkt, dass alles so ein bisschen wieder aufgegriffen wird, sodass es Sinn ergibt, dass es auch vielleicht in unterschiedlichen, es kommt jetzt von mir, das ist so meine Idee, in unterschiedlichen Kontexten, also zum Beispiel, dass eine Farbe in einem Sofakissen stattfindet, dann wieder in einem Bild und dann wieder in einer Schale, so wie es jetzt bei mir ist. Einfach so, dass es kreativ ist. Es muss auch nicht der exakt gleiche Ton sein, sondern es können auch Schattierungen von dem gleichen Ton sein, so dass es harmonisch wirkt. Aber alles sollte irgendwie so im Raum platziert und dekoriert und verteilt werden, dass es sich einfach gut anfühlt. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine krasse Übungssache. Und habe ich ja auch schon ganz oft erzählt, was mir ja immer wieder passiert, dass es dann zu matchy-matchy wird und dann ist es auch wieder nicht cool. So, und das ist eine feine Linie, eine feine Balance, die man da austarieren muss, wo man sich rantasten muss, was sich auch immer wieder verändert und das ist auch okay. Man kann damit einfach ein bisschen spielen, sich da rantasten. Man wird, glaube ich, ganz schnell merken, was sich gut anfühlt und was nicht. Und ein letzter Tipp, was immer sehr, sehr, sehr hilft, ist, das geht mir manchmal so, wenn ich unsere Videos sehe, dass ich so in live das alles total geil finde und dann sehe ich es auf dem Video und dann sieht es gar nicht so geil aus, wie ich es empfunden habe. Macht mal Fotos. Macht mal, ich gucke dahin, weil da steht das Sofa, das habe ich nämlich da so gemacht, das Sofa mit verschiedenen Kissen, mit verschiedenen Bildern an der Wand, tauscht dann immer mal wieder was aus, macht ein Foto, schaut euch das an und dann entscheidet anhand des Fotos, was am stimmigsten wirkt. Das wirkt wirklich Wunder, ich kann es nur empfehlen, es hilft sehr, sehr. Und auch da kann man sich natürlich entscheiden, einfach das so zu lassen, wie es sich in echt gut angefühlt hat. Also, alles kann, nichts muss. Das waren die Tipps, wie ihr euren Raum, euer Haus, eure Wohnung, euer Wohnzimmer, wie auch immer, gestalten könnt. Dass es eine runde Sache ist, dass alles schön zusammenpasst und sich einfach stimmig anfühlt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Einrichten. Wir sehen uns am Sonntag im Vlog und nächste Woche gibt's Aufräumen oder Interior? Ich weiß es gerade nicht. Abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und bis bald. Verschiedene, was waren das? Das Rot, manchmal kommt die Berlinerin wieder durch. Verschiedene Kniffe, was ist denn mit meiner Zunge los? Neutrale Farben, Neutrals. Neutren nicht, nein. In den Accessoires, dann wieder dieser kleine Wecker auf dem Kaminsitz. Kaminsims. Bisschen schwieriger finde ich tatsächlich, ist auch mit, nee, egal, nee, anders. Man kann natürlich auch auf Formen achten, die sich wiederholen anders. Dann kann man natürlich auch einen Raum zusammenbinden, nein, das kann man auf Deutsch nicht so sagen. Dieser kleine Wecker auf dem Kamin sitzt. Sims!